So, jetzt. Dankeschön, ihr Lieben. Und Grüße nach München und Grüße an alle, die da sind. Schön zu spüren, diese Verbundenheit, ganz schön. Und es ist alles gut, das soll ich sagen. Es ist alles okay und es ist alles gut. Eben leider gibt es, denke, dass es eine Netzschwäche war, die gibt es manchmal. Internet ist noch nicht so entwickelt. Die meisten Leute merken das nicht. Und obwohl Ute hat viel Geld ausgegeben für Kamera und für Laptop, nur für Sendungen und alles, was dazu gehört. Oh, hier auch. Aha. Interessant. Oh, interessant. Das machen wir jetzt so. Okay. Also auch bei uns. Ach so, ist hier. Du hast hier offen. Nee, hier darfst du nicht aufmachen. Wo ist der Laptop? Ach so, okay. Ja. So, sorry. Jetzt ist Ton, ja. Wieso kein Ton? Hallo? Ich höre mich. Ist kein Ton? Okay. Okay, dann nochmal. Manchmal gibt es Netzschwäche. Gut. So, mal gucken, ob es hier, jetzt glaube ich, das über das Netz. Ute fragt, ob es aufgenommen hat. Anne, ich muss das von ihr, das herunterladen, was ich eigentlich gleich machen kann, Ute, ob du das einfach auch anlassen kannst, den Computer, den mache ich dann aus. Ist ja spannend, ja, so wie wir schon reingespürt haben heute und mit einigen auch gesprochen, dass irgendwie heute was frei geworden ist oder einfach heute eine ganz spezielle Energie ist. Spannend. Einfach spannend. Und für mich fühlt sich das alles sehr stimmig an. Und ich staune nur, ohne dass irgendwas, das Gefühl, es muss was getan werden, was einfach geschieht. Wie es fließt und es geschieht. Und es kommen Erkenntnisse oder man kommt gar nicht drum herum, an bestimmte Punkte zu kommen. Jeder in seine Themen, um seine Grundthemen sozusagen. Manchen äußert sich das sehr im Körperlichen, so wie es bei mir auch war. Manchen sehr in Stimmungsschwankungen, sehr im emotionalen Bereich. Also jeder hat, glaube ich, sehr viel mit sich zu tun. Ja. Und ich glaube, es ist gut, also so habe ich es für mich
gefühlt und empfunden, auch die Tage, die Woche. Also es fühlte sich sehr stimmig an, wenn auch nicht immer angenehm, und trotzdem sich nicht davon einfangen zu lassen, sozusagen das anzunehmen, das zu beobachten und trotzdem im Fluss zu sein und das weiterziehen zu lassen, es geschehen zu lassen. Ja, spannend. Alma, ich gehe rüber. Ja. Ich möchte nur etwas sagen. Erstmal, also sehr magisch, gestern Abend haben wir eine Sendung gemacht und es ging darum, dass wir nicht alleine sind für unsere Prozesse, dass wir uns verbinden. Das, was, wenn ich in etwas drin bin, dann sind die anderen auch, so wie in der Natur auch ist, mit einbezogen. Wenn hier ein Tief ist, ist da ein Hoch. Das Wetter, die Natur, ist alles so. Und dass wir in den Live-Sendungen hier in dieser Mysterienschule uns verbunden bleiben können, Tag und Nacht. Und das nimmt eine ganz andere Zeitqualität. Und weil für mich war immer so, so jetzt gehe ich auf Sendung, jetzt baue ich wieder die Verbindung auf. Und dann habe ich gesagt, Mensch, eigentlich können wir das willentlich entscheiden. Freundschaft, Familie, egal was du durchgehst, wir sind alle mit betroffen. Und das ist wirklich, es ist schon so, nur die Bewusstwerdung davon gibt uns neue Freiheiten und gibt uns eine neue Ermächtigung. Und eben, und deswegen heute Nacht ging es auch, da gingen wir auch so in Prozesse, Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse, Erkenntnisse und dann prompt zwei, jetzt sage ich es einfach auch generell, ich weiß nicht wer, die haben das auch wahrgenommen, die waren auch bei uns und das war wunderschön, das heute tagsüber zu klären. Und es ist jetzt unwichtig, in Details zu gehen. Was für mich wichtig ist, ist, wenn wir willentlich verbunden bleiben, so wie jedes Tier und jede Pflanze das sowieso tut, die Planeten sowieso tun. Der Mond ist nicht entkoppelt vom Mars. Alles ist in einem. Dann können wir einfach schneller wachsen, besser haben, wir fühlen uns getragen. Und wenn was ist, muss nicht die Seelenfamilie, können wir die Erdenfamilie einfach in Anspruch nehmen. Denn die kann auch anrufen, anskypen und, und. Und wenn es, wenn ich fragen darf, und wenn es denn das Gefühl ist, dass es vielleicht an jemanden zu viel ist, das Gefühl, ich gehe jetzt für andere, ich spüre von anderen Dinge, was vielleicht jetzt nichts mit mir zu tun hat, oder gibt es das nicht nach deinem Gefühl? Nee, im Moment, die mit uns verbunden sind, übernimmt nicht Sachen von anderen. Also, weil das geht jetzt im Moment nicht. Also jeder bekommt Informationen, wofür seine Seele sich entscheidet und trägt das mit, was sowieso für sich selbst auch Befreiung ist. Ja. Also das, da bin ich sehr gut trainiert und gut geübt darin. Und ja, eben. Und wir leisten uns, wie ich schön sage, diesen Luxus immer nicht nur auf der Seelenebene, sondern auf der Erdenebene verbunden zu sein und miteinander zu wachsen. Ja, danke schön an alle, an jeden Einzelnen. Danke Peter, danke Shantara, danke Mila. Gut, ich gehe jetzt kurz rüber und gucke, dass ich die Aufzeichnungen hochlade und überlade. Okay. Mila schreibt, ich bin nicht mehr so emotional bei Dingen, die mich früher auf die Palme gebracht haben. Es berührt mich das Negative nicht mehr so sehr. Das ist so schön. Ja, schön, dass du das aussprichst, ja. Ja, so geht's mir auch.
dass ich manchmal denke, um mich herum ist irgendwie wuselig und viele sind betroffen oder irgendwas, was weiß ich. Und ich schaue einfach nur zu und bin total ruhig und denke, aha, okay. Und dann sagt der Kopf vielleicht manchmal, hey, was ist los? Bist du jetzt so unbeteiligt oder geht dir jetzt alles am vorbei? Oder interessiert dich das alles nicht mehr? Nein, es ist nicht mehr dieses Eingefangensein, so, sondern es ist da, okay, das Fühlen, das Wahrnehmen, das Beobachten und weiterziehen lassen. Nicht mehr, nicht weniger. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ja, geht mir auch so, Miller. Ja. Das tut gut und gibt ein Gefühl von getragen sein und aufgehoben sein und nicht von irgendwas ausgeliefert zu sein, Opfer zu sein, ja. Ja, das tut gut. Ich denke, so hat jeder seine Sachen und seine Stärken und Schwächen. Dafür habe ich wieder, ich bin auch ein Mensch, dafür habe ich andere Dinge wieder, wo ich wieder ein Stück mehr lernen darf. Und das ist das Schöne, wenn wir uns verbinden, sodass wir uns untereinander, miteinander, wie Jeet gesagt hat, auch helfen und uns einfach gut tun. Es tut so gut, nicht mehr in die Fremdemotionen einzusteigen. Auch fühle ich mich größer, als ich bin. Auch fühle ich mich größer, als ich bin. Ist das nicht toll? Schön. Kein Problem, nur momentan erschrocken. Ja, alles klar. Petra, das ist klar. Also, alles in Ordnung. Schon irgendwie spannend. Spannender Prozess. Ja, und ich habe einfach das Gefühl oder die Information für mich, dass einfach normal so diese, auch wo ich dachte, dass es jetzt einfach leichter wird, aber es wird leichter. Es wird leichter, weil die Dinge, die irgendwie doch noch in irgendeiner Form an uns kleben, einfach nochmal so ganz, ganz doll sichtbar werden. Und wenn wir das als Geschenk sehen und nicht als Last oder Belastung, ich denke, dann kann man einfach ganz anders damit umgehen. Ja, damit das sogenannte Klebrige, man sich das angucken kann und ganz bewusst auch Entscheidungen treffen kann und das auch gehen lassen kann. So, und dann, wir haben einfach, ich denke, es geht jetzt einfach so schnell und wir haben jetzt die Chance und wie gesagt, ein Riesengeschenk, weil das nicht mehr nur im Unterbewussten rumgruschelt und hier mal da Lichtblitze kommen und wir lange Therapien brauchen, und sondern dass es jetzt einfach hochploppt. Jeden seine Themen richtig hochploppen. Ja, und wir dürfen dankbar sein, dass das geschieht. Also so empfinde ich das. Ja. Ja, auch fühle ich mich durch die, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist immer schön, wenn man sich austauscht und
es einfach sieht und spürt, mir geht es so, mir geht es so, ah, mir geht es so, mir geht es ähnlich. Und ich empfinde das meiner Wahrnehmung so, ich fühle mich sehr so butterweich irgendwie so. So. Was sich nicht anfühlt wie irgendwie eine Schwäche oder wie ein Wackelpudding, sondern in so einem. Weich und biegsam, geschmeidig, sanft, sowas. So wie im Beispiel in der Natur ein Strauch oder und die Birke zum Beispiel mit einem, die einfach nicht so einen starken Stamm hat. Und wenn jetzt ein Unwetter kommt, ein starker Sturm und das einfach mitgeht, mitschwingt. Wobei ein starker Baum, der fest steht und fest verwurzelt, man denkt, er ist ganz stark, vielleicht eher gefährdet ist durch den starken Sturm oder so, weil er einfach nicht mitfließt oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ja. So. Und dadurch, und durch dieses Butterweich-Gefühl und wie als wäre ich ganz durchlässig. Ja, ich denke, ganz durchlässig werde ich noch nicht sein, aber auf jeden Fall durchlässiger als vorher. Kann alles, irgendwie bleibt nicht so dran haften, sondern fließt durch und ich kann mitschwingen, ohne dass mich das gleich so umhaut, so. Oder beeinflusst. So empfinde ich das. Ist es jetzt eigentlich besser von der Qualität? Gibt es noch Unterbrechungen? Oder ist es besser als vorher? Ah, danke schön, Petra, danke schön. Ja, das habe ich auch so ähnlich, Mila. Mhm. Okay. Jetzt passt es auch in Österreich, gelle, Petra? Ach, du bist auch Österreicherin, ne, Mila? So war das, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Yes. Ja, schön. Ich mag Österreich auch sehr. Sehr, sehr, sehr. Ganz schön. Auch die Leute sind sehr offen und mitfühlend und unkompliziert. Mila, Petra, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir, Petra? Schon einige, die sich jetzt verabschiedet haben, wahrscheinlich schon den ganzen Abend zugeschaut haben bei Cheat TV, bei München TV meine ich. Petra, naja, irgendwie stehe ich neben der Spur bei alltäglichen Dingen. Und seit 21.12.
kämpfe ich mit einer schlimmen Augenentzündung. Ah, okay. Was heißt für dich kämpfen? Das heißt, kämpfen meinst du in dem Sinne, dass du kämpfst, dass du es los wirst? Rosina Kaiser ist ein heißer Tipp. Die hat tolle Meditationen. Meinst du das im Prinzip in Bezug auf Petra Miller? Ja, es ist schon anstrengend. Und wie geht's dir, wenn du gut für dich sorgst, Petra, und einfach gut mit dir bist und öfter auch die Augen schließt und nach innen schaust? Ich weiß ja, du bist ja sehr, sehr verbunden und hast eine sehr gute Wahrnehmung, aber so diese bewusste Entscheidung, statt zu kämpfen, ich gebe mich dem hin und nehme die, ja, ich schaue einfach nach innen. Und das strengt mich gar nicht an. Das tut mir gut. Und gibt Entspannung. Also da spüre ich so ein richtiges Runterkommen. So dieses nichts muss, nichts soll, nichts braucht, nichts will. Das nimmt unwahrscheinlich viel Spannung raus. Und dass alles gerade gut ist, so wie es ist. Ja, so fühle ich das gerade, Petra. Die kristalline Erdung. Ich sorge gut für mich. Lass es mir gut gehen. Das ist schön. Super. Barbara. Oh, das ist Anfang und nicht Ende der Sendung. Na, dann kann ich mitkrixeln. Ja, Barbara, hallo. Du darfst mitkriegseln. Petra, ich muss jetzt auch nichts. Ich muss jetzt auch nicht, kann ich sein. Aber es ist schmerzhaft mit den Augen. Okay, Petra, wenn wir eine Minute mit dir zusammen, alle zusammen eine Minute in die Stille gehen mit
Augen geschlossen. Einfach durch dich, also durch deinen Impuls. Und indem wir das zusammentun, geben wir deinen Augen alle zusammen ein bisschen Entspannung. Dankeschön. Wow, das ist richtig, richtig tief. Ich konnte deine Tiefe spüren, Peter. Ich konnte richtig deine Tiefe spüren. Und das hat sich, indem wir das zusammen gemacht haben, nochmal so richtig, ist nochmal ein Stück tiefer gegangen. Also so richtig, nochmal eine Etage tiefer sozusagen. Ganz schön. Danke dir. Ja, wie so dieses Gefühl war da, wie nochmal wie so ein kleiner Fahrstuhl, der so und durch dich, durch deine Energie oder das, was gerade bei dir da ist, uns allen nochmal so ein Stück nochmal in eine, noch in eine tiefere Stille und Entspannung gebracht hat, nochmal so. Und man denken, das ist schon, da geht es gar nicht mehr tiefer. Nein, noch mal ein Stück. Und da ist alles. Da ist alles total ruhig, wie so ein glatter See. Kristallklar. Ja, wie so einen kristallklaren See, habe ich dich wahrgenommen. Ganz schön. Schön. Ja, ich fühle mich auch sehr ruhig und schaue auf mich. Schön. Alles wird gut. Wird oder ist? Das ist der feine Unterschied. Ja. Es gibt nochmal eine ganz andere Entspannung, finde ich. Ne? Es fühlt sich anders an. Es wird gut. Es ist gut. Es ist. Es ist gut. Ja. Ich habe gar nicht, ich weiß gar nicht, wenn ihr einen Impuls habt oder irgendwas, total gerne. Ich habe irgendwie keine
vielen Worte oder irgendein Thema, worüber ich jetzt irgendwie mit euch sprechen würde wollen. Ich spüre einfach jetzt durch die Präsenz von euch einfach, ja, ganz viel Ruhe und so ein Miteinander und eine Leere. Das ist ganz schön, aber es sind nicht viele Worte da. Barbara, ich habe mir erlaubt, deine Augen sanft zu berühren und in Liebe Küsschen gegeben. Wie schön. Ganz schön. Schön, Barbara. Ja, ansonsten sind wir hier am Packen. Jeet, der morgen reist nach Wien. Ich werde hier bleiben und die Dinge von hier weiter erledigen. Der Schreibtisch ist voll. Die nächsten Projekte warten. Wobei ich natürlich auch total gerne dabei wäre. Ich habe mit vielen schon telefoniert, Kontakt aufgenommen. Sehr interessante Leute. Ja, was ist, wie es ist. Und ich bin dennoch dabei. Ich danke euch und verabschiede mich für heute. Gute Nacht, ihr Lieben, danke. Gute Nacht. Nacht, Petra, und danke dir. Danke dir, dass ich das so fühlen durfte. Wir gemeinsam mit dir. Ja. Ja, was machen wir denn? Wie gerne würde ich jetzt mit euch tatsächlich hier sitzen auf der grünen Couch. Und irgendwie tut ihr das auch. Und dann würde ich jetzt einfach eure Hände nehmen. Dass wir uns berühren und es braucht gar keine Worte. Und durch dieses Medium Fernsehen hat man immer noch das Gefühl, es muss, ich müsste ja irgendwas tun, aber es irgendwie gibt es gerade nichts zu tun oder zu sagen. Einfach bin dankbar, dass ihr da seid und ich euch fühlen kann. War schön. Und es gibt nichts zu tun. Ich habe heute keine Impulse. Ja, so geht's mir auch. Okay. Dann die Videos sind gerettet. Schön. Und was macht ihr? Wir haben einfach mit Petra durch ihre schmerzenden Augen sind wir in die Meditation kurz gegangen und konnten, sind so richtig in so eine ganz tiefe Stille und Entspannung gekommen. Also Petra hat uns sozusagen durch... Okay, Petra, bist du noch da? Sie hat sich verabschiedet. Okay. Aber vielleicht ist sie doch noch da. Wie mit dem Fahrstuhl noch mal ein Stück weiter in die Stille durften wir mit ihr fahren. So. Wunderbar. Und ansonsten ist jetzt gerade irgendwie so eine Leere und Stille da. Und es gibt auch keinen Impuls, und auch ich habe keinen Impuls. Ja, das sagen viele, dass jetzt im Moment voll genießen, dass nichts da ist. Wenn nichts da ist, sind auch
diese ganze Bremse nicht da, diese ganze Beschwör nicht da. Also auf Stille kann man sich immer freuen und dann kann man das, was die Stille stört, oder das, wenn man die Stille stört, dann diese Emotionen oder diese Sachen, die noch an uns hängen, reinigen. Das ist eine gute Gelegenheit. Alles, was uns klarer macht. Okay. Ja, ansonsten danke für die Impulse. Die Augen können sich jetzt öffnen. Unsere Augen, unsere Ohren, unser Herzlein. Öffne mal deine Augen. Zeig mal. Sie haben die Augen geöffnet. Ja, dann morgen bin ich nicht da, aber du kannst was machen mit der anderen Kamera oder mit dem Headset. Welcher Kamera? Diese kleine zum Draufbauen? Die längliche. Oder mit den anderen da, weil es ein bisschen komplizierter von meinem Computer. Hm. Und da ist auch Mikrofon dran, ne? Da ist Mikro dran, ja. Mhm. Oh, da sind viele Mikro da. Okay, dann willst du weitermachen? Und für mich ist okay. Fertig. Dankeschön. Bis übermorgen früh, Wien, ab 10 Uhr sind wir schon live mit uns sehr, sehr, sehr tolle Referenten. Wie viele sind bis jetzt? 15? 15, sowas. 15, 16. 15, 16 Referenten, Künstler, Sänger, und. Gute Fazit. Dankeschön. Und ihr fährt natürlich mit. Ne? Da wir jetzt alle verbunden sind. Apropos, niemand hat mir ein Bild geschickt, so wie wir das gestern gesprochen haben. Was denn für ein Bild? Ich wollte oben ein Bild machen. Das sind alle, die diesen Monat die Gönner und die Verbundene und die Beschützer von GTV. Da wollte ich oben eine Reihe von Bildern machen, so dass man sieht einfach, so dass es das ist ein Tool, damit wir einfach auch verbunden bleiben. Ne? Mhm. Haben sich alle gefreut, aber niemand hat mir ein Bild geschickt. Oh. Jo. Okay. Tschüss. Tschüss.